Hallo meine Süßen, ich zeige euch heute, welche Produkte ich für meine Haare verwende. Das wurde öfters angefragt und ich habe mir jetzt wirklich Zeit damit gelassen, weil ich nie so die richtigen Produkte gefunden habe und euch nicht irgendwas in die Kamera halten wollte. Ja, ich habe auch viel rumexperimentiert gehabt, als ich noch die langen Haare hatte, weil ich da wirklich Probleme mit denen hatte und das richtige Shampoo zu finden. Ja, und jetzt habe ich ein paar Sachen gefunden, die ich wirklich gut finde und die ich euch weiterempfehlen kann. Und zwar ist das einmal dieses Balea Professional Pure and Fresh Shampoo. Das ist das hier. Das habe ich auch in einem Haul-Video mal gezeigt gehabt. Und seitdem habe ich das immer verwendet. Das ist wirklich gut. Also ich bin damit so vollkommen zufrieden. Ich glaube, ich werde mir auch gar kein anderes Shampoo mehr kaufen oder ausprobieren. Ich habe das, ihr seht, ich habe das wirklich schon viel verwendet. Das tut auch die Silikone rausmachen. Also ich habe mal ein Video abgedreht gehabt über Silikone in Shampoos. Falls ihr euch noch mit dem Thema gar nicht befasst habt oder dafür euch interessiert, könnt ihr gerne reinklicken. Ich tue euch das Video in die Infobox rein. Auf jeden Fall hat mir da ein Mädchen einen Kommentar unter das Video hinterlassen. Und zwar hat sie gemeint, dass das Shampoo auch Silikone entfernt und total gut wäre. Habe ich gedacht, okay, probiere ich es aus. Und ja, ich bin damit total zufrieden, weil ich hatte mal das Problem, wenn ich öfters Shampoos wechsle, passiert es mir oft, dass meine Haare schnell nachfetten und ich habe dann richtige Probleme, dass ich richtig schnell fettiges Haar bekomme und mit meiner Kopfhaut auch. Bei mir können sich schnell Schuppen bilden, weil ich so wirklich empfindliche Kopfhaut habe. Und bei dem ist es jetzt so, ich wasche mir alle 2 Tage ungefähr die Haare. Alle 2 bis 3 Tage, also manchmal sogar jeden 3. Tag, wenn ich kein Haarspray verwendet habe. Das ist noch total okay. Und ich habe davon auch keine Schuppen. Es ist wirklich mild. Ich kann euch auch mal vorlesen, was hinten drauf steht. Und zwar sanfte Tiefenreinigung entfernt schonend Rückstände von Stylingprodukten und Silikonen sowie umweltbedingte Ablagerungen. Erfrischt und vitalisiert Haar- und Kopfhaut fühlbar, spendet Feuchtigkeit, stellt die natürliche Balance im Haar wieder her. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt mit natürlichem pH-Wert und ist sehr mild, also wirklich ein gutes Shampoo. Und was ich aber dazu sagen soll, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Two-in-One-Shampoo, das eure Haare das auch glänzend macht und leicht kämmbar oder so. Also ihr solltet dann schon eine Pflegespülung verwenden. Habe ich gesagt, das gibt es bei DM. Kostet unter 2 Euro, 1 Euro irgendwas. Ja, dann habe ich noch diese Pflegespülung von Alverde. Diese hier. Bei der bin ich jetzt noch nicht so wow begeistert, aber ich finde sie auch nicht schlecht. Also ich glaube, da probiere ich noch ein bisschen rum, aber die ist ganz okay. Also hat jetzt nichts überwiegend Negatives, aber auch nicht so ein Wow-Effekt. Das ist jetzt die für trockenes und strapaziertes Haar. Ich tue das immer, ich mache das nicht in Ansatz, sondern eher so ab hier runter, mehr so in die Spitzen rein, weil ich zu trockenen Spitzen neige. Und das finde ich ganz gut. Gerade zu dem Shampoo finde ich das gut, weil das macht gerade nicht die Haare glänzender oder leicht kämmbar oder so. Und damit bekommt ihr auch die Haare leicht gekämmt. Und ja, wenn man das auch so ausspült, es fühlt sich richtig glatt und schön an. Aber wie gesagt, hat jetzt nichts irgendwie überwiegendes, wow, ich muss das jetzt 100-mal nachkaufen oder so. Aber auch nichts Negatives, also ist ganz okay. Ich gucke da auf jeden Fall nochmal durch, ist auch ohne Silikone. Dann habe ich ein Hitzeschutzspray und zwar verwende ich in letzter Zeit dieses Gliss-Kur Hitzeschutz bis zu 220 Grad. Dieses Spray hier, das habe ich auch mal in einem Haul-Video gezeigt, war jetzt auch etwas länger her. Und seitdem habe ich das auch verwendet, finde ich ganz okay. Ich hatte mal eins von Dove, so eins in einer roten Flasche. Und bei dem hatte ich das Gefühl, dass es, ja, keine Ahnung, gar keinen Unterschied gemacht hat, ob ich das verwende oder nicht. Das war wie, als ob ich Wasser mit einfach drauf sprühe. Bei dem denke ich schon, dass es was hilft, weil, ja, es ist nicht so, als ob man sich nur Wasser drauf spürt. Man spürt, dass da was ist. Es ist sogar so ein bisschen leicht klebrig und riecht aber nicht so toll, finde ich. Also riecht schon stark. Man merkt aber, dass das ist und ich spüre, dass meine Haare, auch wenn ich sie mal glätte oder nicht, dass die jetzt nicht mehr kaputt gegangen sind oder so. Also ich glaube schon, dass es was bringt. Kostet allerdings 5 bis 6 Euro. Und ich weiß nicht, ob es Silikone drin hat. Ich habe es auch im Haul gesagt. Es steht jetzt hinten nichts mit Kone dran, weil
die meisten Silikone enden auf Kone. Steht jetzt nichts dran und ehrlich gesagt habe ich da jetzt nicht weiterhin recherchiert oder so. Also bin ich mir nicht sicher. Da gucke ich aber auch noch nach. Also ist okay. Dann habe ich ein Haarspray bzw. Haarlack und zwar von Tarte. Das ist das hier. Das verwende ich wirklich schon seit Jahren. Ich habe jetzt so eine kleine Flasche davon. Ich habe auch größere, die nehme ich immer mit zu meinem Freund. Da habe ich wirklich, die verwende ich wirklich bestimmt schon seit Jahren, seit 3-4 Jahren, wenn nicht länger. Und das ist wirklich gut. Also hier steht auch drauf, Power halt und kraftvolles Haar. 24 Stunden halt, ohne zu verkleben. Mega stark in Stärke 5. Es hält wirklich die Haare in Form. Es riecht sehr, sehr unangenehm. Also ist okay, jedes Haarspray riecht, glaube ich, nicht so prickelnd. Aber das riecht schon sehr unangenehm. Es fühlt sich sehr giftig an. Also ich sprühe drauf und renne gleich ins nächste Zimmer zum Durchatmen. Aber es hält die Haare wirklich gut in Form. Und ja, aber die Haare sind jetzt nicht so, dass man da jetzt immer so gut drüber gehen kann. Die werden leicht hart. Also wer das nicht mag, ist vielleicht nicht so für die Person. Aber es hält wirklich gut. Ja, was habe ich noch? Ja, das war es eigentlich schon. Also das sind nur 4 Produkte, die ich eigentlich in letzter Zeit sehr oft verwende. Und ich glaube, ich bei dem Shampoo bleibe ich auf jeden Fall. Die Spülung, ich gucke da noch vielleicht nach, ob ich vielleicht mal eine andere ausprobiere. Aber ich kann ja immer wieder auf die zurückgreifen, weil ich weiß, dass die total okay ist. Vom Balea, die Repair-Spülung ist auch gut. Die habe ich auch eine Weile verwendet. Und auch das Balea Repair Shampoo habe ich auch eine Weile verwendet, wo ich noch die langen Haare hatte und sehr brüchiges, kaputtes Haar hatte. Fand ich auch ganz okay. Bei dem Spray, bei dem Hitzeschutzspray weiß ich auch noch nicht. Also da gucke ich mal, probiere ich vielleicht mal ein anderes aus. Vielleicht das von Syos. Das wundert mich total, weil viele sagen, dass das von Syos keine Silikone hat, obwohl Syos total die Silikonbombe ist. Aber ich probiere es mal aus und falls es mir nicht gefällt, kann ich ja immer wieder auf das zurückgreifen. Und beim Haarspray bleibe ich sowieso. So, das war's von mir aus. Ihr könnt mir ja gerne Pflegespülungen oder was ihr gut findet, irgendwelche Shampoos, ihr könnt mir wirklich alles empfehlen, ich probiere gerne rum. Okay, bei dem Shampoo bleibe ich, glaube ich, auf jeden Fall, aber bei den Spülungen oder so kann ich ja mal noch rumprobieren. Da freue ich mich wirklich sehr und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!